So, jetzt gibt es einen kleinen Einblick in den Namensfindungsprozess von der Webseiten, von meinem Blog. Wie ist es zum Exilanten gekommen? Ja, ich habe vor einiger Zeit einen neuen Job gekriegt und der war halt nicht gerade bei mir ums Eck, sondern der war im Allgäu unten und jetzt habe ich das natürlich meine Späßl mitgeteilt, weil ich ja im Endeffekt ständig hin und her gependelt bin. Das heißt, am Sonntag ins Allgäu gefahren, am Freitag nach der Arbeit wieder heim, Wochenende in Oberbayern, im Zentrum sogar von Oberbayern. Also von da aus 5 Kilometer bis zum geografischen Mittelpunkt Bayerns, ganz Bayerns. Ja, egal, das ist Triviales am Rande. Auf jeden Fall hat halt dann einer von meinen Späßeln nach einer Zeit nachgefragt, wie es mir denn jetzt so gefallen hat im Exil. Ja, mir hat es ganz gut gefallen, mir gefällt es immer noch ganz gut. Auf jeden Fall war eigentlich sozusagen jetzt der Grundstein gelegt. Ich war der Exilant von dem Moment an. Ich habe dann durch die Arbeit ein paar Blogs geschrieben unter dem Pseudonym der Exilant, weil ich das ganz lustig gefunden habe. Ist jetzt nicht base gemeint, also nicht, dass jetzt irgendein Allgäuer da ein wenig obieselt fühlt, ist wirklich nicht base gemeint. Ich fand es halt lustig und darum hat sie sich irgendwie da so eingebürgert. Jetzt habe ich dann nach einiger Zeit irgendwann einmal festgestellt, ich habe ja einen Blog und da schreibe ich, was mir so an Schmarrn einfällt und da schreibe ich aber auch Sachen, die wo ich jetzt nicht so unbedingt für einen Schmarrn halt. Nur wollte ich das irgendwann einmal trennen. Jetzt habe ich rum überlegt, bleibt es dabei, was soll ich für eine Domain nehmen, also dieselbe Domain nehmen, nur mit einem anderen TLD hinten drauf. Und irgendwann ist es mir eingefallen, na, jetzt schaust einfach mal nach, ob es die Domain gibt noch, der-exilant.de. Und tatsächlich, die waren noch frei. Ja, dann habe ich es natürlich gleich reserviert, habe ein Blogsystem draufgesetzt und habe angefangen, die ganzen Blogs, die ich im anderen gehabt habe, in meinen anderen Webseiten, die aber nicht jetzt unbedingt politisch oder ernsthaft gemeint sind, sondern die halt einfach lustig gemeint sind, auf dem Exilanten rüber zum setzen und dort im Endeffekt sozusagen den witzigen Teil meines Lebens abzuspeichern. Ja, und das war jetzt die Erklärung. Warum gibt es den Exilanten? Und wer sonst noch Fragen hat, ihr wisst ja, E-Mail schreiben, vielleicht antworte ich drauf, vielleicht auch nicht. Oder ganz einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche euch was. Pfiat's euch.